Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Da sind wir wieder. Bei der letzten Folge hatten wir ein schönes Match, nicht als Main Event hier, man kennt nur gegen Xander, sondern Randy Orton gegen CM Punk. The Viper Strikes, hat Michael Kummer wieder gesagt, und Randy Orton hat gewonnen gegen CM Punk mit einem RKO. So, jetzt geht's weiter zu Friday Night SmackDown. Jawohl, genau so wollen wir es haben. Zack. Was haben wir denn hier heute Schönes? Rey Mysterio gegen Randy Orton gegen Booker T. Schönes Triple Threat Match hier am Anfang. Mit dem Gewinner von ECW. Jeff Hardy ebenfalls ein Gewinner. Er hat ja bei ECW auch gewonnen gegen John Cena und Hawk. Jetzt hat er ein Triple Threat Match gegen R-Truth und Brock Lesnar. Ja, nicht unbedingt viel einfacher. Match des Abends. Hawk und Animal gegen Edge und Christian, die beiden Tag-Teams von SmackDown oder zwei der Tag-Teams von SmackDown treten gegeneinander an. Kofi Kingston und Big Show gegen Cody Rhodes und Chris Jericho. Und wieder irgendwelche Bullshit-Teams. Und Eddie Guerrero gegen The Miz. Da würde ich sagen, schauen wir uns doch wirklich auch das Main-Event hier an. Match des Abends ist zwar Match Nummer 3, warum nicht Match Nummer 5, keine Ahnung, aber Hawk und Animal gegen Edge und Christian. Das werden wir uns gleich anschauen. Jetzt aber zuerst mal die anderen noch simulieren. Also Rey Mysterio gegen Randy Orton gegen Booker T. Ich tippe mal wieder auf The Viper. Oh, Rey Mysterio gewinnt. Der kleine Rey Mysterio gewinnt hier gegen Randy Orton und Booker T. Nicht schlecht. So, wenn jetzt noch Jeff Hardy gewinnt, dann ist alles perfekt. Nein, Brock Lesnar setzt sich durch gegen Jeff Hardy und R-Truth. Here comes the pain. Ist also wieder angesagt. Naja, Brock Lesnar gewinnt also dieses zweite Triple Threat Match. Auch geil, eine Show mit zwei Triple Threat Matches anfangen. So, dann und danach zwei Tag Teams bringen, auch geil. Kofi Kingston, Big Show gegen Cody Rhodes. Und ist scheißegal, wer hier gewinnt, das ist totaler Bullshit. Chris Jericho und Cody Rhodes gewinnen. Okay, toll. Irgendein total sinnlos zusammenhängendes Tag Team Match. Was soll denn das? Da würde ich mir dann für WWE 14 aber doch wünschen, dass das dann mal besser wäre. Naja, Eddie Guerrero gegen The Miz. Ich hoffe mal, dass Eddie gewinnt. Jawohl, Eddie Guerrero gewinnt gegen The Miz. In diesem, ja, Match Nummer 5, also eigentlich Main Event, egal. Auf jeden Fall gewinnt Eddie gegen The Miz. So, und jetzt haben wir das Main Event, meine Damen und Herren. Animal und Hawk, die Road Warriors gegen Edge und Christian. Schauen wir mal, wer hier gewinnen wird. Waren die schon mal Tag Team Champions? Noch keiner von denen, oder? Noch keiner von denen, glaube ich. Naja. Ich habe auf jeden Fall hier Hawk und Animal wieder zusammengetan. Wow, 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 wow. Hawk und Animal greifen direkt mal Edge und Christian an. Oh, schade, dann kommen wir jetzt gar nicht zu dem geilen Intro von den Road Warriors. Okay, ich spiele natürlich mal wieder niemanden. Also Hawk und Animal waren eigentlich jetzt Rivalen, nachdem die sich da verkracht haben. Das habe ich mal wieder ausgestellt, weil einfach jedes Tag-Team bei mir sich fickt gegenseitig. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben die Brothers of Destruction dann mal quasi schon verloren, in Anführungszeichen. Ich will jetzt nicht, dass jedes Tag-Team hier nachher, ja, bricht. Das ist total behindert und deswegen habe ich Hawk und Animal einfach, ja, wieder als Verbündete hingestellt. Nicht, dass wir hier noch ein weiteres Tag-Team verlieren, weil das wäre wirklich ein bisschen scheiße. Ja, von daher habe ich das gemacht. Hab da mal nicht dem Universe-Modus das Wort überlassen, sondern mir selbst. Und Edge bekommt hier volles Pfund aufs Maul von Hawk. Wird da gegen den Ringpfosten geballert. Und jetzt geht's los mit dem Match. Da, ring the bell. Da hat man die Glocke gehört. Und jetzt geht's los. Also Edge gegen Hawk jetzt hier am Anfang. Oh, und jetzt kommt vielleicht sogar schon Christian rein. Jawohl, ein Tag-Move jetzt von den beiden gegen den Road Warrior Hawk. Hauen die den da um? Da hinten hat man gerade, gut, jetzt ist da ein Schild, Road Warriors Rule. Vorher war da ein Schild mit dem Intro. Wow, what a rush. Ist auch geil, dass man das Intro oder beziehungsweise das Lied, das Theme als Dings hat. Ach, sah schnell als
Schild, genau, als Fanplakat hier. So, jetzt haben wir es aber. Christian, into the headlock. Der Michael Cole ist der beste Kommentator ever. Was hat er jetzt gesagt? Irgendwas... Escalate quickly, what the fuck? Naja, auf jeden Fall, Christian und Edge wenden sozusagen das Blatt, nachdem sie da angegriffen wurden und Edge auch ein volles Pfund aufs Maul bekommen hat. Ist jetzt hier, ja, Christian der Stärkere. Also damit das Christian Edge Tag Team. Wann ist ein Animal reingekommen? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Hä? Oder irgendwie, hä? WTF, das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Oder zumindest habe ich es nochmal vergessen. Das ist Alzheimer oder was? WTF? Naja, auf jeden Fall ist Animal drin. Und Christian bearbeitet den hier fett. Und wird jetzt wohl auf Edge. Nee, doch nicht. Wieso geht der so nach hinten, wenn er gar nicht Edge reinbringen will? Komisch. Naja, egal. So, Animal kann kontern. Vielleicht kann der auch jetzt auch mal was zeigen hier. Gegen Christian. Wäre mal ganz nützlich. Damit sie mal wieder reinkommen, die Road Warriors, ins Match. Oh, und da kickt dann um. Naja, kicken nicht wirklich, aber ballert den um. Das ist auch so ein geiler Move. Wie so in so einem Straßenkampf, wenn man den Kopf geholt und bam, bam, immer wieder auf den Beton oder auf den Bordstein, keine Ahnung, geballert. Aber gut, hier ist natürlich jetzt kein, hier ist ja der normale Ring, ist ja kein Straßenkampf. Was macht denn der Road Warrior da jetzt? Der Road Warrior, der Hawk jetzt da. Der Animal, Alter. Macht denn der da? Will der Edge bumsen? Was macht denn der? Ohne Scheiß jetzt. Wollt der rausgehen oder was? Naja. Huh? Alter, was kommt der jetzt mit dem Sharpshooter hier an? Naja. Auf jeden Fall Rope Break. Von daher nicht so clever. Und jetzt wird wohl Edge wieder reinkommen, oder? Oh ne, ohne Edge. Ah. Edge war zu weit weg vom Ringpfosten. Von der Ecke. Deswegen gab es keinen Tech-Move, beziehungsweise keinen Wechsel. So, jetzt ein Submission-Hold, aber der wird Animal wohl wieder rauskommen, gehe ich mal von aus. Jawohl, zack. Knie in die Fresse und weg ist er. Und jetzt taggen beide ihren Partner rein. Ah, nee. Animal macht nur so. Ah, doch, jetzt macht das auch. So, und da heißt es wieder Hawk gegen Edge. Tony Hawk gegen Edge. Naja, Tony Hawk nicht. Ich müsste mir auch nochmal so ein Tony Hawk-Spiel spielen. Könnte ich eigentlich echt mal machen, Alter. Die Tony Hawk-Spiele waren richtig geil. Ja, es ist jetzt eine ganz spontane Idee, das wäre jetzt mal gerade aufgefallen, dass wir es machen können. Falls irgendwer hier von euch Tony Hawk die Spiele gespielt hat, könnt ihr mal schreiben, wie ihr die findet oder ob ihr euch dann Let's Play wünschen würde zu den Tony Hawk-Spielen. Ich würde dann aber die zwei alten machen, und zwar Tony Hawk Underground 1 und dann möglicherweise auch noch 2. Mal gucken, keine Ahnung, aber eben die und nicht irgendwie die neuen, die habe ich auch nicht. Ich habe noch Tony Hawk, beziehungsweise Tony Hawk's Proving Ground oder wie das heißt. Das war auch ganz okay. Ja, aber die alten waren doch besser. Also Underground, Tony Hawk's Underground und Underground 2 waren großartige Spiele. Waren super geil. Also natürlich nur für Skate-Fans, aber klar. Ja, also falls ihr euch da irgendwie... Aber ich gehe mal davon aus... Weiß nicht. Naja, ist egal. Also falls ihr irgendwie ein Let's Play haben wollt zu einem Tony Hawk-Spiel, schreibt es einfach mal jetzt hier in die Kommentare unter diesem Video. Ich werde es vielleicht echt mal machen. Ich hätte jetzt echt Bock, nochmal Tony Hawk's Underground auszupacken. Mir einen Skater zu erstellen und dann... Das ist echt eine geile Geschichte. Naja, mal gucken. Jetzt erstmal hier Match. Animal momentan im Vorteil hier gegen Edge. Und jetzt kommt er wirklich mal raus, wie er es die ganze Zeit machen wollte. Und räumt da den Kommentatorentisch auf. So muss das sein. Und Christian greift nicht ein, da der da links steht. Und nicht dem Kommentatorentisch zugewandt. Aber Animal schafft es nicht, Edge auf den Tisch zu schmeißen. Naja, vielleicht jetzt. Jetzt kann er ja so ziehen. Oh, Edge mit einem Konter. Könnte jetzt auch böse ausgehen für Animal. Naja, jetzt ist er erstmal wieder drin im Ring. Edge katapultiert ihn da wieder rein. So, und da kommt auch Edge wieder mit rein in den Ring. Und schauen wir mal. Aha, jetzt schmeißt er ihn hier wieder raus. Und jetzt könnte er ihn durchaus auf den Kommentatorentisch schmeißen. Erst noch einen Bulldog. Das sieht schlecht aus jetzt für Edge, weil der hat jetzt hier eine Platzwunde. Und da Christian kommt immerhin zu Hilfe. Ja, das wird jetzt wohl nichts mehr mit dem Tisch. Denn da ist Animal schon wieder im Ring drin. Und auch Edge wird jetzt wieder kommen. What the fuck? What the fuck? Animal greift den Referee an.
Wie geil. Animal killt erstmal den Referee. Jetzt könnten sie Waffen einsetzen, meine Damen und Herren. Aber es wird wohl keiner machen. Spinebuster, Alter, wie schnell stand der wieder auf? Der Referee ist schon wieder auf den Beinen und Edge kommt jetzt mit einem Comeback. Und Animal weiß, was er macht. Bringt erstmal seinen Tag-Team-Partner rein, dass der das Comeback von Edge reinziehen kann. Ja, Edge mit dem Comeback jetzt hier, nachdem er die Platzwunde da bekommen hat. Und jetzt das Cover von Edge. Ja, Christian kam rein, um möglicherweise einen Angriff von Animal. What the fuck, war das der Signature oder was? Um möglicherweise, ja, einen Angriff von Animal zu verhindern, aber war nicht nötig. So, Hawk ist jetzt angeschlagen, der hält sich da schon den Schädel. Bringt aber Animal rein, aber auch Edge, der ebenfalls angeschlagen ist, ebenfalls am Kopf, bringt auch seinen Tag-Team-Partner Christian rein. Da bin ich schon mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Also, beide jetzt jeweils einen wirklich angeschlagenen. Und ich glaube, Edge und Christian, die könnten jetzt so langsam mal den Finisher auspacken. Denn Edge hat ja hier schon irgendwie den Signature gezeigt, so wie es aussieht. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber Animal mit einem Konter. Okay. Oh, und einem Spinebuster mal wieder. Oh, und jetzt bringt der Hawk wieder rein. Ob das so eine gute Idee ist, der ist ja schon angeschlagen. Und Christian ist das nicht. Oh, da hat Hawk Christian noch ganz knapp erwischt und kickt ihn da wieder um. Mit diesem Big Boot. Ja, Christian kann jetzt hier kontern. Und Hawk, da ist er schon am Taumeln. Ja, what a landing. Platzwunde für Hawk, meine Damen und Herren. Jetzt haben also beide jeweils einen mit einer Platzwunde und das könnte es jetzt durchaus gewesen sein. Nee, Hawk kommt schnell wieder raus hier. Kommt sehr schnell wieder raus, nach gerade mal einem Schlag des Referees. Schafft Hawk es da wieder aus dem Dings rauszukommen, aus dem Cover. Nicht schlecht, keine schlechte Aktion von Hawk. Jetzt kommt ein Suplex, jawohl, aber schon lange nicht mehr gesehen. Suplex von Hawk gegen Christian und der Road Warrior Hawk, Animal, sorry, rastet völlig aus. Schon wieder, haha, wie geil. Ja, der Pin, der wird nix. Der liegt ja quasi im Netz drin, im Netz, in den Seilen. Wieso sag ich immer Netz, das ist da behindert. In den Seilen. Die Kommentare sind so geil. So, jetzt kommt wieder dieser Move, bei dem sich Hawk eben den Schädel angeplatzt hat. So, und jetzt, ich dachte jetzt käme Cover, aber doch nicht. Vielleicht kommt jetzt mal auch schon wieder der Move da. Das war wohl doch nicht der Signature, aber ja, Hawk kommt schon wieder sofort raus. Edge jetzt auch mit dem Ring. Ah, ne, da geht er wieder raus. So langsam wäre es mal Zeit für den Finisher, oder? Oh, jetzt kommt jetzt mal wieder ein Tech-Move. Was kommt denn jetzt hier? WTF? What the fuck? Was ist das für ein Move, Alter? Da rastet die Kamera ja völlig aus. Ich habe fast gar nichts gesehen, ey, was abging. Weil die Kamera so behindert war. Oh, jetzt das Cover. Hawk kommt schon wieder so schnell raus. Oh, nicht schlecht von Hawk. Der setzt sich hier stark durch. Beziehungsweise... Jetzt kann er nicht taggen, weil Animal wegrennt. Was jetzt? Ah, scheiße. So, da... Oh, Christian eine Platzwunde gerade mit diesem Schlag. Da ist mein Aufnahmeprogramm mal wieder abgeschmiert. Christian ebenfalls mit der Platzwunde und jetzt kann er Animal reinbringen. Das war auch geil. Animal rennt einfach mal weg. Wow. Voller Schlag auf den Arm von Animal. Christian wollte da, glaube ich, Edge reinbringen. Ja, hat es dann doch gelassen. Also, jetzt Edge und Christian mit einer Platzwunde. Der Einzige, der noch ohne Blut ist, das ist Animal. So, und jetzt kommt Edge wieder rein. Der wird Animal jetzt bearbeiten hier. Oder auch nicht. Animal der Erste, der hier einen Angriff setzen kann gegen Edge. Und schmeißt ihn jetzt da hinten in die Ringecke rein. Und jetzt wird so wieder Zeit für Hawk. Jawohl, ein Tag-Team-Move. Und Hawk kommt wieder rein. Ah ja, das ist ein Assi-Move hier. Naja, kein Assi-Move, aber eben ein harter Tag-Team-Move von den beiden. Und jetzt versucht er hier das Cover. Mal gucken, ob es funktioniert. Könnte eigentlich durchaus... Nee, Edge kommt sehr schnell nochmal raus. Also, die zeigen hier heute allesamt, wie viel Durchhaltevermögen sie haben. Sowohl Hawk als auch Edge. Und sich hier immer wieder aus den Pin-Versuchen befreien. Animal jetzt hier mit einem Konter und schmeißt da Hawk hin. Das war wohl scheinbar irgendwie ein Finisher oder so, weil Hawk, sorry, direkt
reinrennt. Aber der Referee pinnt, nee, zählt den Pin nicht an. Jetzt erst 1, 2, 3, das war's trotzdem. Oh, trotz verspätetem Pin vom Referee gewinnt hier Animal mit diesem Cover an Edge nach seinem Finisher. Und da hört man auch nochmal die Musik der Road Warriors. Da war die Platzwunde für Christian. Hier nochmal der Tag Team Move, der Clothesline von Hawk. Und dann hier der Finisher von Animal. Und dann das Cover, das der Referee da nicht mal angefangen hatte. Die Road Warriors gewinnen also dieses Tag Team Match gegen Edge und Christian. Wow, 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 wow. Oh, wow, wow. Und die greifen danach auch noch ihre Gegner an. Die Road Warriors machen also Edge und Christian hier nochmal extra fertig mit diesem Stuhl. Keine faire Geste. Oder das heißt faire, keine nette Geste von den Road Warriors. Naja, vielleicht, das wäre doch eine schöne Fehde. Die Road Warriors gegen Edge und Christian. Das wäre eine schöne Fehde. Naja, das war's jetzt aber erstmal wieder mit Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.